Der M1 Abrams ist ein Kampfpanzer der United States Army und des United States Marine Corps. Der M1 ersetzte den veralteten M60. Er bildet das Rückgrat der Panzertruppen der USA, Ägyptens, Saudi-Arabiens, Kuwaits und Australiens. Der M1 ist nach dem früheren Chief of Staff of the Army, General Creighton W. Abrams, benannt. Der Stückpreis für einen M1A2 betrug 1999 etwa 6,2 Millionen US-Dollar. Seit 1984 ist der Panzer mit einer in den USA in Lizenz von Rheinmetall gefertigten 120 mm Glattrohrkanone bestückt. Der M1 hat ein Gewicht von 61,3 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 67 km/h. Seine Reichweite beträgt bis zu 426 Kilometer. Die Besatzung des M1 besteht wie bei den meisten westlichen Kampfpanzern aus 4 Soldaten, dem Kommandanten, dem Fahrer, dem Richtschützen und dem Ladeschützen. Die Bewaffnung des M1 bestand ursprünglich aus einer 105 mm M68 Kanone mit gezogenem Rohr, die jedoch ab 1984 durch eine Lizenzfertigung der 120 mm Glattrohrkanone von Rheinmetall, die auch in vergleichbaren westlichen Panzern im Einsatz ist, ersetzt wurde. Die Sekundärbewaffnung besteht aus einem achsparallel zur Hauptwaffe montierten M240 Maschinengewehr, einem weiteren M240, das an der Ladeschützenluke auf einer Lafette montiert ist, und einem schweren Maschinengewehr M48 an der Kommandantenluke. Das M48 kann im M1A1 und M1A2 sowohl manuell als auch aus dem Inneren ferngesteuert werden. Ab der Version A2 wurde das M48 durch ein M2HB Heavy Barrel ersetzt. Weiterhin sind an den Seiten des Turms M250 Nebelmittelwurfanlagen mit jeweils 6 Rohren angebracht. Diese können jeweils 3 Nebelwurfkörper gleichzeitig abschießen, um den Panzer hinter einer Nebelwand zu verbergen. Einige M1 wurden mit einer neuen Wurfanlage ausgestattet, deren Bezeichnung M6 lautet. Diese kann neben Nebelwurfkörpern auch Flares abfeuern, um hitzesuchende Raketen abzuwehren. Hallo und ein herzliches Willkommen zum nächsten Review. Dieses Mal habe ich mich mal an was anderes gewagt. Kein Lego, auch kein Lego Star Wars, sondern ein Panzermodell von COBI. Und zwar haben wir hier den M1A2 Abrams von der USA benutzt. Wir haben hier eine Teileanzahl von 815 Stück. Auf eBay Kleinanzeigen habe ich den für 30 Euro bekommen, alles neu versiegelt verpackt. Und auf der Rückseite schauen wir uns mal gleich an, was es da eigentlich dann alles so gibt. Was wirklich positiv anzumerken ist bei den COBI-Verpackungen, ist, dass sie bei den Panzermodellen, Flugzeugmodellen immer hinten so ein Datenblatt draufpacken. Gibt es sämtliche Informationen von seit wann der Panzer im Einsatz ist, 1980, hat dann noch die Länge, die Breite, die Höhe, Gewicht, dann Maximalgeschwindigkeit, sowas. Sämtliche Informationen halt so. Und erspart einem die Google-Suche zum Beispiel. Finde ich wirklich top, dass man es hinten reinbringt. Es gibt auch dann eben auch einen Grund, die Verpackungen dann halt zu behalten. Bei den ganzen Lego-Sachen hast du ja nur Bilder. Aber du behältst halt die Verpackung lediglich nur dann, weil du es wahrscheinlich dann vielleicht verkaufen willst. Oder halt vielleicht, weiß nicht, baust halt auseinander und packst halt wieder in die Originalkartons halt wieder rein. Aber hier, finde ich, hat man den Grund, die Verpackung zu behalten, weil man dann halt einfach so ein schönes Datenblatt halt sozusagen hat. Gut, man könnte natürlich auch eigentlich das Ding einfach nur ausschneiden und dann hat man es irgendwo halt, wie man möchte. Ich finde es auf jeden Fall gut. Wichtig anzumerken. Wir haben hier von den Funktionen her schon echt einige Sachen. Wir haben hier einmal zum Beispiel Scheinwerfer, die in der Dunkelheit leuchten. Muss ich aber sagen, dass es eher so mäßig funktioniert hat, weil ich habe mal für 15 Sekunden lang die Taschenlampe da direkt dran gehalten und also so stark auf den Bildern war es jetzt nicht wirklich. Aber trotzdem nett, dass man das da reingebracht hat. Dann haben wir ja natürlich die Maschinengewehr, die man halt hoch runter machen kann oder halt sich rotieren kann. Klare Sache, sagt man mal. Und dann haben wir halt hier hinten dann noch, kann man den Motorraum öffnen, was wir dann noch gleich machen werden. Dann haben wir hier natürlich ein die schwenkbare Glattrohrkanone. Natürlich kann man den Turm einmal drehen. Ja. Kommt hier halt noch ein paar Abmessungen, wie lang und breit der Panzer ist. Kann man ja gleich mal sagen. Sind ja 27,5 cm in der Länge, 11 cm in der Höhe und 12 cm in der Breite. Ja. Minifiguren haben wir auch nur ein Stück in den ganzen, die vorne hier. Natürlich sind die Lego-Minifiguren einfach klassisch weiterhin nach wie vor die besten Figuren. Aber ich finde bei den COBI-Figuren richtig cool, dass der Oberkörper sich drehen lässt. Damit kann man halt ein bisschen viel mehr anfangen, wenn man halt ein paar Stop-Motion-Videos zum Beispiel drehen will, dann wirkt es halt nicht so steif, wenn man dann die Figur, oder wenn die Figur sich so umschaut, dann wirkt es halt nicht so steif, sondern man hat halt hier zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich den Oberkörper mitzubewegen, damit es wirklich so ein bisschen lebendiger aussieht. Das finde ich gut bei den Figuren und ja, aber auch der Rest. Aber ich finde nur die Beine sind irgendwie schon arg kurz geraten. Aber sonst finde ich völlig akzeptabel. Also kann man jetzt nicht viel meckern. Ansonsten wäre es das zur Verpackung. Dann gehen wir mal jetzt zum eigentlichen Panzer jetzt mal kurz rein. Und zwar, wie gesagt, man hat hier die Glattrohrkanone 120 mm. Lässt sich wunderbar hoch und runter schwenken, hängt nichts, kratzt nichts, quietscht nichts. Funktioniert super, hält auch gut fest. Dann den Turm. Der Turm ist das, was ich wirklich geil finde an dem Ganzen, weil der Turm, zum Beispiel bei Lego-Modellen, kenne ich zumindest, komme ich auch gleich dazu, weil bei den ganzen Lego-Modellen kenne ich halt, dass alles, was sich halt dreht, um 360 Grad, hat entweder so eine blöde halt Einrastfunktion, oder wenn es halt in die Jahre gekommen ist, dann fängt es halt irgendwann an zu quietschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier bei dem auch sein wird mit den Jahren, aber ich finde halt, das läuft halt einfach so richtig flüssig. Richtig lautlos und flüssig. Also da hat man, also die letzten Tage, immer bin ich vorbeigegangen und habe einfach mal ein paar Mal erstmal dran rumgedreht. Das hat einfach Spaß gemacht. Das ist halt befriedigendes Gefühl. Ja. Dann das nächste, gucken wir ja gleich mal den Motorblock an. Und zwar befindet er sich hier bei dem Abrams hinten. Da haben wir hier eine kleine Luke, oder halt eine Klappe, die man öffnen kann. Und dann können wir halt hier dann, Moment, ich tue mal hier die Sandsäcke noch raus. Jetzt hält es hier alles rum. Und dann hat man halt hier hinten den Motorblock. Soweit ich mich noch richtig oder recht erinnere, in einem Video oder in einem Doku, müsste, glaube ich, der Motor einfach herausnehmbar sein, oder war es beim Leopard 2? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall garantiert es halt eine schnellere Reparatur, was wäre zum Beispiel. denke ich mal. Ist auf jeden Fall nett, dass man da mal in den Motor halt reinschauen kann. Vorne hier zum Fahrer gibt es leider keine Öffnung. Da ist alles mit Plates belegt. Generell ist alles hier wirklich sehr wenige Noppen, also vielleicht 5% sind zum Beispiel mit Noppen zu sehen. Aber der Rest ist wirklich alles mit Plates bedeckt, was halt im Gesamtbild wirklich sehr sauber aussieht. Also von der Ferne sieht es halt wirklich aus, als wäre es gar kein Klemmbausteinmodell, sondern so ein fertiges halt Modell. So. Dann haben wir jetzt zu der Bewaffnung haben wir hier die Glatrohrkanone, dann haben wir hier oben das leichte Maschinengewehr. Sieht man das überhaupt hier? Dann haben wir halt hier oben das Maschinengewehr, daneben gleich nochmal das schwere Maschinengewehr für den Kommandanten und ja, oben haben wir dann noch so zwei Luken, die man öffnen kann, einmal eben der, wo der Kommandant rausgeht und einmal halt für eine andere Besatzung dann. Ja, also generell finde ich, als ich den Panzer hier mir besorgt habe und als ich das Interesse dann, oder als das Interesse wieder geweckt worden ist an Panzern, habe ich mir mal die Frage gestellt, wie es eigentlich in dem Panzer drinnen aussieht. Denn es passen ja 4 Personen rein und außen wirkt es ja relativ groß, aber wir können ja mal kurz schauen, wie es eigentlich wirklich im Innenleben aussieht mit 4 Besatzungsmitgliedern. Man sieht halt einfach einmal den Ladeschützen, der nur zuständig dafür ist, die Glattrohrkanone zu beladen. Also immer wenn der Panzer dann eben mit der Kanone halt schießt, muss halt der Ladeschütze jedes Mal neu so eine Kanone aus dem Fach halt herausnehmen und wieder neu beladen. Leopard 2 oder bei diesem Abrams gibt es 15 solcher Kanonen im Fach, solche Raketen halt im Fach. Ja, keine Raketen, das sind nicht, aber halt Kanonen, sagen wir mal. Im Fach. Dann daneben, der halt oben sitzt, das ist halt einmal der Kommandant. Kommandant eben, der führt halt den Panzer. Er ist halt sozusagen der Chef des Ganzen und ja, gibt halt die Linie, die Führung an. Und der kann halt eben das schwere Maschinengewehr eben steuern. Entweder im Inneren vom Panzer oder halt geht er halt raus und macht es halt von draußen manuell. Dann haben wir eben weiter vorne, sieht man halt relativ schlecht, haben wir da noch den Richtschützen oder halt allgemein der Schütze. Der Schütze ist halt eben ja, derjenige, der halt aus der Glattrohrkanone feuert. Genau. Dann haben wir noch den Fahrer. Der Fahrer sitzt halt eben vorne und ja, der hat halt so eine liegend sitzende Position. Und man sieht halt wirklich, wie eng das Ganze eigentlich da drin alles ist und da da braucht man keine Klaustrophobie oder so zu haben, weil sonst wird es wirklich kritisch. Und das Faszinierende finde ich, das sind halt 4 Personen, 4 Menschen, 4 Individuen, die sich halt im Optimalfall halt perfekt kommunizieren oder halt verständigen können, weil der Panzer, es gewinnt nicht nur der Panzer mit der besten Technik, sondern es gewinnt auch der Panzer, dessen Besatzungsmitglieder hier, dessen Soldaten im Panzer halt am besten halt auch mit untereinander als Team fungieren. Und das ist halt schon wirklich, stelle ich mir zumindest echt schwer vor, dann mit 3 weiteren Personen da, auch in dieser Lautstärke, die der Panzer dann im Inneren verursacht, da dann wirklich auch so miteinander zu kommunizieren. Das gebührt schon Respekt, würde ich sagen. Zu der Bewaffnung habe ich übrigens noch vergessen, hier außen haben die auch noch hier mit reingepackt, diese Nebelgranatwerfer, sage ich mal. Die sind auch noch mit dabei. Das finde ich auch bei dem Abrams, sieht wirklich cool aus. Dann haben wir halt, das können wir noch ein bisschen unten vom Panzer gucken. Das, was ich halt, nicht beschissen fand, aber was halt wirklich sehr nervig halt am Bau des Panzers war, sind die Kettenglieder hier unten dran. Und zwar sind es halt 53 Stück pro Seite. Und es gab halt nur ein einziges Ersatzteil für das Kettenglied. Aber 2 von diesen Kettengliedern waren halt kaputt und ein 3. ist halt kaputt gegangen, nachdem ich es versucht habe zu befestigen. Also die sind halt sehr, 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 sehr fragil. Und ich finde es halt schade, dass man halt da nicht wirklich so 2, 3, 4 Ersatzteile pro Seite mit reinpackt einfach. Weil die kosten halt auf der COBI-Seite, kosten die 57 Cent das Stück. Und wenn man mal jetzt zum Beispiel 10 Stück braucht oder halt 10 auf Lager haben will, das ist halt gleich mal schon aufgerundet, sagen wir mal 6 Euro. Und man zahlt mal dann 6 Euro nochmal extra drauf. Also klar macht man das dann natürlich, wenn es halt nicht anders geht, aber ist halt schon ein bisschen blöd. Das hat mich halt wirklich sehr genervt am ganzen Bau. Und was ich halt auch nicht verstehe, bei den ganzen anderen Videos, da drehen sich die Ketten. Da drehen sich die Ketten einfach ohne Probleme. Aber bei mir ist es wirklich sehr schwerfällig, weil die ganzen Räder, die sind eigentlich längst parallel. Also ich weiß nicht, was man da groß falsch machen kann, aber ich vermute mal, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, oder weil sonst verstehe ich halt nicht, wieso es bei anderen Videos so sich so ganz locker einfach halt dreht. Und so, falls ihr das wisst oder so, was da vielleicht die Ursache sein könnte, dann könnt ihr mir gerne schreiben dann. Aber ich komme echt nicht drauf, was da das Problem sein soll. Der Panzer ist auch wirklich sehr stabil. Er hat wirklich eine Masse in sich, denn man baut hier diese Mitte, den unteren Teil hier, der besteht wirklich immer auf eine Platte nach der anderen immer wieder drauflegen, und so kommt halt dann eben den massiven Korpus kommt dann dabei zustande. Deswegen ist er aber auch sehr, sehr, sehr stabil, muss man sagen. Also man könnte den, mache ich jetzt nicht, weil sonst fallen wieder die Kettenglieder ab. Aber den könnte man wirklich immer wieder von der Höhe safe einfach mal drunter fallen lassen, und der wird unbeschadet überstehen, wie ein Panzer halt ist. Man kann ihn auch hier oben dran halten, festhalten, und da fällt halt echt nichts ab. Also man kann es wirklich so, und der fällt da nicht auseinander oder sonst was. Bei einem Lego-Modell wäre schon nichts passiert. Ich persönlich fand auch den Bau wirklich jetzt mal was ganz anderes, was ganz Neues. Ich bin ja eigentlich so die ganzen Lego-Modelle gewohnt, habe noch nie irgendwas abseits von Lego mal so was Richtiges gebaut. Und das war halt wirklich mal eine neue Erfahrung, sag ich mal, und hat auch wirklich Spaß gemacht. Denn es gibt halt auch ein paar andere Teile da drin. Es gibt dann halt so Platten, die sind 6 Noppen, haben halt 6 Noppen drauf, und dann gibt es halt eine Platte, die halt hat 7 Noppen drauf. Und da muss man halt wirklich immer dann darauf achten, dass man halt wirklich die Platte mit den 7 Noppen halt nimmt und dann halt auf der Anleitung schaut, wo genau jetzt die Platte, ab welcher Noppe auf dem Basisstück hier drauf bekommt. Das hat schon wirklich ein bisschen Konzentration, sage ich mal, also halt Aufmerksamkeit, genau, Aufmerksamkeit hat es erfordert. Nicht so wie bei normalen Lego, wo man halt einfach mal den einen nach dem anderen halt einfach ganz entspannt halt draufpackt, sondern da muss man wirklich aufpassen, dass man da auch nicht zwischen zwei Teilen sich verwechselt, die halt wirklich sehr, sehr ähnlich aussehen, aber wirklich von der Höhe ein paar Millimeter anders sind. Es war wirklich was Neues, eine neue Erfahrung, muss ich sagen, und mir hat es aber auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Bis auf diese Kettenglieder, die waren wirklich in der Qual. Aber sonst, alles andere hat wirklich Freude bereitet. Das hatte ich so noch nicht, muss ich sagen. Also halt so eine Art von Freude. Damit sind wir den Panzer mal durchgegangen. Ich denke, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Die meisten Sachen habe ich hier erwähnt. Der Rest ist eine Erfahrung selbst wert, würde ich sagen. Also der Bau selber halt. Und ja, da würde ich sagen, das war's dann mal mit dem Review dazu. Falls es euch gefallen hat, liked gerne das Video, abonniert gerne den Kanal. Ich werde auch nach dem Panzer bin ich auf den Geschmack gekommen, und das nächste Mal, das übernächste Mal, wird es dann den Leopard 2 Panzer geben. Den hatte ich auch im Blick gehabt. Aber ich habe mir auch den Abrams zuerst besorgt, weil ich fand, der Abrams ist so für mich optisch einfach der klassische Panzer. Optisch einfach der Panzer, so wie halt ein Panzer halt aussehen sollte. Halt nicht sollte, aber halt ist. Oder halt ein Panzer aussieht. Deswegen, ich finde ihn auch optisch einfach, ja, er ist halt, sieht halt einfach perfekt aus, finde ich. Die Perfektion an sich. Obwohl er eigentlich nur aus Schrott, anfänglich, da so das allererste Modell nur aus Schrottteilen zusammen geschustert wurde. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Auf jeden Fall. Like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne auch bei den anderen Videos vorbei. Letztes Mal habe ich die Slave One von Lego Star Wars vorgestellt. Davor den Republic Fighter Tank. Und ja, Auf jeden Fall wird dann COBI mit ins Repertoire dann kommen. Neben Lego Star Wars. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird übrigens dann noch den Imperial Harbor Tank geben. Und das übernächste Mal, wie gesagt, den Leopard 2. So viel dazu. Bis dahin. Ciao.